Ich bin sad, also manchmal, nicht unbedingt jetzt. Und du bist auch manchmal sad, da bin ich mir sicher. Also lass uns doch einfach zusammen sad sein, damit die Sadness sich erträglicher anfühlt. Hey ihr schönen Menschen, Trauer ist eine dieser miesen Dinge, die wir alle ständig durchleben müssen, sei es wegen des Verlustes eines Freundes oder Familienmitgliedes, wegen sozialer Probleme oder etwas völlig anderem. Und nachdem wir vor einigen Wochen bereits die 5 Phasen einer Depression hatten, dachte ich mir, wir machen dasselbe heute mal mit Trauer. Die verfliegt ja auch nicht so einfach. Und das ist okay, Sadness ist etwas völlig Menschliches. Nachher könnt ihr dann nochmal in das Video über Depression klicken und die Unterschiede feststellen. Trauer und Depression sind ja schließlich zwei unterschiedliche Dinge und das lässt sich so sicher ganz gut feststellen. Phase 1. Schock und Gefühllosigkeit. Wow, was geht da mit meinem Kopf ab? Eigentlich sollte ich ja mega sad sein, weil Corrupti mir meinen letzten Keks weggefressen hat. Aber irgendwie weiß ich selber nicht so recht, was ich fühlen soll. Es ist irgendwie ein Gefühl der Machtlosigkeit und dein Kopf fühlt sich an wie in eine dunkle Wolke gehüllt, weil alles so überraschend kam und du selber gerade nicht so wirklich darauf klarkommst, was dir eigentlich passiert ist. Das ist wie wenn du so einen richtig sinnlosen Stoner-Film wie Dude, Where's My Car guckst. Du fixierst dich auf einen Punkt und starrst dahin, weil du gerade so viele Informationen bekommst, dass dein Kopf die überhaupt nicht richtig verarbeiten kann. Du sitzt einfach nur da und kannst dich nicht bewegen, weil dein Kopf alle Kraft dafür braucht, sich überhaupt erstmal ordnen zu können und das geht dann für 10 Minuten so. Oder auch 20. Oder 30. Oder vielleicht auch eine ganze Stunde. Irgendwann fängst du dich wieder und hast so einen richtig harten Flashback, weil du für einen kurzen Moment das Gefühl hast, komplett vergessen zu haben, was in den letzten Minuten überhaupt abging. Normalerweise sollte diese Phase aber zum Glück nicht länger als ein paar Stunden dauern. Wenn sie doch mal länger als 2 Wochen hält, wäre es dann wirklich an der Zeit, mal einen Experten aufzusuchen. Phase 2. Verleugnung und Verdrängung. Ach, was mache ich mir eigentlich Gedanken? Ich habe doch gar keinen Grund, sad zu sein. In 2 Tagen streiten wir uns sicher nicht mehr und alles ist wieder wie vorher. Der wird schon auf mich zukommen. Du willst einfach nicht akzeptieren, dass du vielleicht gerade einen guten Freund verloren hast oder sowas. Und das ist auch gut so. Würdest du es einfach akzeptieren können, dann hätte er dir wahrscheinlich eh nichts bedeutet und du könntest das einfach so hinnehmen. Das schützt dich zwar erstmal dazu, nicht in absoluter Sadness zu versinken, schwarzen Kaffee zu trinken und die Wand anzustarren, aber umso mehr Zeit vergeht, umso hoffnungsloser wirst du auch. Ich bin sicher, der ruft jeden Moment an. Also, jetzt. Komm schon. Komm, fang an zu klingeln. Ach, der hat sicher kein Netz. Der wird mir gleich schon in WhatsApp schreiben. Ja, das denkst du jetzt noch. Das wird er aber nicht tun. Und trotzdem guckst du alle 2 Minuten auf das Display deines Smartphones, weil du geglaubt hast, eine WhatsApp-Nachricht gehört zu haben. Phase 3. Trauer und Schuldgefühle. Wow, das geht jetzt schon 3 Tage so und er hat sich immer noch nicht gemeldet. Ich geb's langsam echt auf, ich glaube, das ist echt vorbei. Je länger du warten musst, umso mehr fängst du auch an zu resignieren. Deine Hoffnung verschwindet langsam und du musst anfangen, es zu verarbeiten und ertrinkst erstmal in unendlicher Sadness. Zumindest als Kind. Seit ich erwachsen bin, ertrinke ich eher in Whisky und ich bin nur betrunken, wenn ich richtig sad bin. Also lernt lieber aus meinen Fehlern und trinkt niemals Alkohol, wenn ihr schlecht drauf seid. Genießt das lieber bei guter Laune. Erst jetzt wird dir klar, dass das, was dir lange Freude bereitet hat und worum du so hart gekämpft hast, einfach weg ist. Und du kannst nichts mehr dagegen tun. Keine letzten Worte und du wirst die ganze Schuld bei dir suchen. Ach scheiße, wieso habe ich ihn bei Mario Kart nicht einfach gewinnen lassen? Und wieso bin ich eigentlich so ein schlechter Gewinner? Ach scheiße, jetzt muss ich lernen, irgendwie ohne ihn klarzukommen. Natürlich gehören zu einem Streit immer 2 und es muss auch irgendwie von beiden Seiten was kommen, um einen Streit wieder zu beenden, aber das ist dir in diesen Momenten erstmal scheißegal. Du denkst nur daran, was du hättest anders machen können und schubst dich selbst in das tiefste Loch und wirst vielleicht nie wieder mit Freunden Mario Kart spielen. Phase 4. Wut und Schuldzuweisung. Wieso gebe ich mir eigentlich die Schuld? Eigentlich habe ich doch gar nichts falsch gemacht. Klar, ich hätte ihm sagen können, dass ich das Gras gestreckt habe, aber was kann ich denn dafür, wenn er es einfach so raucht? Glückwunsch, jetzt hast du auch verstanden, dass du nicht alleine schuld bist. Nur dummerweise suchst du jetzt die ganze Schuld bei ihm, was auch nicht richtig ist. Diese Phase klingt rückblickend immer so böse, aber das ist sie eigentlich gar nicht. Sie ist mehr so das Rettungsseil, das dich aus dem Abgrund zieht, bevor du wieder runterblicken und das Ganze sehen kannst. Du baust so eine Wut in dir auf, die dir wieder Kraft gibt, dass du entweder glaubst, gleich zum Super Saiyajin zu werden oder einen Hund treten willst.
was du hoffentlich nicht machen würdest. Aber ich habe gehört, Chihuahuas fliegen am besten. Das steht in den Känguru-Chroniken. Wut ist aber zum Glück ein Gefühl wie jedes andere und Gefühle verfliegen relativ schnell. Außer Liebe vielleicht, aber das zähle ich nicht wirklich als Gefühl. Das ist mehr so ein Bekenntnis voller Hingabe. Phase 5. Ordnung und Akzeptanz. Ach fuck it, mich jetzt ewig einzusperren und dauernd sad zu sein macht auch keinen Sinn. Ich muss endlich wieder aufstehen, nach vorne sehen und mich neuen Dingen widmen. Wie haben die Donuts das in Straßenköter so schön formuliert? Damals nicht gewusst wofür, heute immer mehr dagegen, bin nicht stolz auf meine Fehler, aber dankbar für jeden. Irgendwann nimmt die Sadness immer ein Ende und du kannst das Positive daraus ziehen. Mit jedem Fehler, den man macht, lernt man eine neue Lektion, die dich morgen zu einem besseren Menschen macht als gestern. Vielleicht war man schuld, vielleicht hätte man was besser machen können, wer weiß das schon. Die Vergangenheit kannst du nicht ungeschehen machen, aber du kannst dich auf neue Ziele konzentrieren und die Erfahrung mitnehmen. Manche würden sagen, die Zeit heilt alle Wunden, aber das tut sie nicht. Du lernst einfach nur irgendwann mit dem Verlust zu leben. Der Kopf drängt das in den Hintergrund, aber das Herz vergisst nicht. Wenn du das jetzt mit den Phasen einer Depression vergleichen willst, findest du das Video dazu unter mir und daneben meinen offenen Brief an einen früheren Freund. Hat ja auch was mit Überwindung und Verarbeitung zu tun. Hier geht's noch zum Merch und wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Alle Links auch unten in der Videobeschreibung und in der Infocard. Und ich würde sagen, ich bin ein süßes Alpaka, ihr seid süße Alpakas. Jetzt regt euch drüber auf, dass ich das sagen darf und bis dann.